Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19 NF-Marsch Vierfach. So, was ist jetzt dein Problem? Weil ein IBC-Tank steht. Ja, du sollst doch bitte hier weiterfahren. Ja, fahr halt nochmal zum Wasserladen. So, wir machen natürlich jetzt hier erstmal die gute Hardy sauber. Upsala. So, dann stellen wir die hier kurz weg. So. Hier schon rückwärts einparken. So, das ganz, ganz schnell müssen wir jetzt dahinter laufen. So. Natürlich, jetzt kommt er wieder in Kollision mit dem IBC-Tank. Wahrscheinlich, ja. Ja, du darfst gerne weiterfahren. Ach so, ja, natürlich. Oh, nö. Dass mir das jetzt passiert. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Macht er das jetzt? Warum machst du das nicht? Kümmern wir uns gleich drum. Jetzt machen wir erstmal hier die IBC-Container weg. Machen wir das Fass leer. Ja. Und dann kümmern wir uns mal um den, warum er da nicht ablädt. Ich habe eine Vermutung, dass wir den Kurs andersrum fahren müssen. Das ist meine Vermutung. So. Aber als erstes fahren wir diese 15.000 Liter mal hier ins Lager rein. So. Jetzt fahren wir einfach hier nochmal ein Stück nach vorne. So, ist das jetzt? Ja, das ist der Punkt. Gut, dann tun wir den einfach löschen. Weil wir den ja sozusagen jetzt nicht brauchen. Ja, mal gucken, ob wir jetzt auch schon im Trigger drin sind. Ich bin eigentlich schon wieder ein Stück zu weit vorne. Nein, wir sind noch nicht im Trigger. Wieso sind wir jetzt nicht im Trigger? Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade das Wasser abgeladen habe. Naja. Schauen wir mal, wo wir jetzt im Trigger dann drin sind. Einfach so grob versuchen, hier dem Verlauf folgen.
Okay, hier sind wir im Trigger. Alles klar. Das heißt, hier machen wir jetzt den Punkt. Pflanzenschutz. Ja, ohne U, ist klar. Schutz laden. Nein, wir nur Pflanzenschutz laden. Den schieben wir da rein. So. Das heißt, jetzt fahren wir noch mal ganz kurz zum Hof. Zum Hof, ja, genau. Jetzt fahren wir ganz kurz noch mal zum Wasser. Füllen uns da noch mal ein klein bisschen rein. Das Aufladen funktioniert ja. Ne, das Aufladen funktioniert. Aber das heißt, da können wir einfach gerade so zack, kurz dran vorbeihuschen. Ja, ich weiß, das ist auch nicht ganz so regelkonform. Dann heißt das. Ja, ich möchte das beibehalten, dass wir nur hier in eine Richtung reinfahren. Und jetzt eine Richtung dann wieder raus. Ja, komm, so mal mit dem. Zack, so. Dann fahren wir halt einmal hier durch. Spielt ja kein Problem, das sollte ja kein Problem darstellen. Müssen wir halt nur merken, dass wir. Jetzt haben wir hier wieder den Pflanzen. Schutz, Wasser, abladen Kurs. Und den können wir dann einfach, upsala, einmal hierhin verbinden lassen. Zack, die Bohne. So, Wasser abladen, ziehen wir, ups, wo habe ich es jetzt reingezogen? In Produktion? Ja. So, das soll hier laden, hier abladen, Wasser 7-mal und tschüss. Ja, eigentlich jetzt 6-mal. Naja, egal. So, jetzt schaue ich dir mal ganz kurz zu, ob das jetzt auch funktioniert. Beziehungsweise, ich kann ja gleich sagen, er soll einfach mal weiterfahren. Jetzt fahren wir weiter. Jetzt machen wir knapp 5000 Litern. Da sieht man jetzt gleich, ob es funktioniert oder nicht. So. Und so können wir alle Produktionen, wo wir Wasser benötigen, mit einbauen, ne? Also das Kalkwerk, Zellstofffabrik, Flüssigdüngerproduktion, die Tiere natürlich. Geplant ist natürlich auch, dass wir hier dann mehrere von diesen Fast Tracks dann haben. Ja, das ist der Plan. Mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und hoffe, dass es funktioniert. Oder der erkennt einfach den Trigger vom Pflanzenschutz und dann ist vorbei. Er möchte da nicht abladen. Warum zum Teufel möchtest du da nicht abladen? Wieso? Schade. Möchte nicht. Okay. So, ich habe ihn jetzt endlich aktiviert.
den guten MAN hier. Soll trotzdem Trelleborg-Bereifung bleiben. Und natürlich maximale maximale Leistung. Und den kaufen wir uns jetzt. So. So ist zack, zack, so. Und dann lassen wir den einfach mal zum zur Zellstofffabrik fahren. Drei LKWs, die brauchen wir einfach. So, dass wenigstens in dieser Folge etwas funktioniert. So. Nein, Verkaufsstelle brauche ich nicht. Ich brauche die Produktionen. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass das mit diesem Fass jetzt nicht funktioniert. Das. So, wir tun einfach jetzt diesen Punkt mal löschen. Und diesen Punkt löschen und. Ja, genau. Wir tun einfach jetzt mal die Punkte hier löschen. So, müssen wir einfach hier ein bisschen rumprobieren und schauen, ob wir das jetzt doch zum Laufen bekommen. Das war jetzt nicht ganz so intelligent. So. So, und dann fährt er hier rum, hatten hier den Trigger. Okay. So. Da schalten wir einfach mal ein. Nein, du sollst hier hinfahren. Ja, denn. Mal ganz kurz, fahren wir hier schnell vor selber. Lass mal einfach losschicken. Und dann dürfte das passen. So, ich jetzt hier aktiviere. So. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Diese Autodrive-Helfer, die kosten ja Geld, ne? Es wäre halt schon cool, wenn es von Anfang an jetzt funktioniert hätte. Hier diese ganzen Kurse, naja. Da bin ich halt doch ein bisschen, glaube ich, zu steil reingefahren. Nein, er möchte das nicht.
Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.